Guten Morgen! Nachdem ich mal 10 Tage oder so das Heftchen Berichte zur Lebensmittelsicherheit vom Bundesamt für Verbraucherschutz weggelegt habe, um auch mal etwas durchzuatmen, habe ich mich die letzten beiden Tage wieder etwas intensiver damit auseinandergesetzt. Diesmal soll es um Fusarientoxine gehen. Das sind Mykotoxine, die vom Schimmelpilz der Gattung Fusarium gebildet werden. Häufig belastet sind dabei Getreide, wie Mais auf jeden Fall, Weizen und Hafer. Ja, die vor allem auch in den gemäßigten Klimazonen angebaut werden, wie bei uns. Fusariumtoxine können über befallene Lebens- und Futtermittel schwere Vergiftungen bei Menschen und Tieren hervorrufen. Gifte können zersetzend auf Organe wirken, lähmen das Nervensystem und oder das Bewusstsein. Daher setzt man Grenzwerte fest. Dazu kommen wir dann später noch einmal. Die Fusariotoxine werden in 3 Gruppen unterteilt. Ich erspare Euch die Fachbegriffe nicht, weil wir nachher noch einmal auf die einzelnen Gruppen zurückkommen müssen. Da werden zum einen mal die Trichotizene, ich hoffe ich spreche das richtig aus, deren wichtigster Vertreter das Deoxynivalenol darstellt. Dann gibt es das Cearalenol und seine Derivate, und die dritte Gruppe sind die Fumonisine. Genau. Die zulässigen Höchstwerte wurden von dem wissenschaftlichen Lebensmittelausschuss ermittelt. Er berät die Europäische Kommission in Bezug auf den Schutz der Gesundheit sowie die Sicherheit von Personen bei allen Problemen, die sich aus dem Verzehr von Lebensmitteln, insbesondere in Bezug auf die Ernährung, Hygiene und toxikologische Fragen da ergeben könnten. Also ein Konsortium aus anerkannten Wissenschaftlern. Nun begab es sich, dass es sich im Laufe der Zeit unter dem marktwirtschaftlichen Preisdruck die zulässigen Obergrenzen nicht mehr eingehalten werden konnten. Also hat die Europäische Gemeinschaft gemäß der Erwägungsordnung 1126 von 2007 über die Empfehlung des wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses hinweg die Obergrenze für 2 der 3 Gruppen, namentlich für das Cearalenon und die Fumosine, einfach erhöht. Die Begründung dafür und ich bitte um Eure Aufmerksamkeit, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, ist, dass bei bestimmten Wetterbedingungen die vom wissenschaftlichen Lebensmittelausschuss errechneten Grenzwerte für die menschliche Gesundheit nicht mehr eingehalten werden können und es zu sogenannten Marktstörungen kommen könnte. Eine Problematik, die keinerlei gesundheitliche Folgen für den Verbraucher hätte, außer dass es wahrscheinlich für eine Packung Mais dann mehr bezahlen müsste, weil die mit Toxinen verseuchten Produkte entsorgt werden bzw. die Hersteller verantwortungsvoller anbauen müssten. Noch einmal, hier wird sich aufgrund von Problematiken, die mit dem Markt zusammenhängen, also ökonomischen Faktoren, die keinerlei Bedeutung für die menschliche Gesundheit haben, öffentlich über die Empfehlungen von Wissenschaftlern hinweggesetzt. Oder noch einmal plastischer ausgedrückt, da wird also das böse Wetter als Grund dafür genommen, dass die Hersteller von Mais und Co. nicht mehr die Hygienevorschriften einhalten können. Und anstatt sich dem Wetter anzupassen, um die Grenzwerte, die der wissenschaftliche Lebensmittelausschuss für die menschliche Gesundheit festgestellt hat, einzuhalten, da werden einfach die Grenzwerte erhöht. Entsprechend waren auch in dem vom Bundesamt für Verbraucherschutz festgelegten Kontrollen bei genau den beiden Gruppen keinerlei Proben oberhalb der Höchstmenge zu finden. Bei der dritten Gruppe, Entschuldigung. Bei der dritten Gruppe, dem Deoxynivalenol aus der Gruppe der Trichotizene, da wurden Proben oberhalb der Höchstwerte gefunden, was allerdings in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich sowieso angepasst wird. Viel interessanter ist es dazu erfahren, wenn man ungefähr einfach die Anzahl der positiven Proben beleuchtet. Wenn man also einfach mal die menschenverachtende Höchstwertpolitik weglässt und schaut, wie die Lebensmittel denn generell mit diesen Giften belastet sind. Und da sehen dann die Werte nicht mehr so schön aus, weil diese Werte kann man nicht verschönern. Entweder Gifte sind da
oder Gifte sind nicht da. Mit Cerelinon sind ca. 30% der Weizen-, Hafer- und Maisprodukte verseucht, mit den Fumosin im Mittel ca. 17% und mit dem Deoxynivalenol sind es unglaubliche 57,5%. Und wenn sich einer beschwert, ist doch alles unter den Grenzwerten. Da darf man dann nicht weiter fragen, wie diese Grenzwerte, die wahrscheinlich allesamt wirklich echt nach bestem Wissen und Gewissen von Wissenschaftlern errechnet wurden, im Laufe der Zeit angepasst wurden. Und ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und exemplarisch für die Änderungspolitik eine Verordnung, namentlich 1881/2006, die ich unten auch verlinkt habe, mal rausgesucht, wo eben die Gründe für Änderungen der Festsetzung der Höchstgehalte von toxischen Stoffen zu finden sind. Bei Kontaminanten, die als genotoxische Karzinogene einzustufen sind, also krebserregend, oder bei denen die tolerierbare Aufnahme erreicht oder diese übersteigt, sind die Höchstgehalte so niedrig festzulegen wie in vernünftiger Weise erreichbar. Das bedeutet, hier wird eindeutig und ohne Zweifel und für jeden nachzulesen offen kommuniziert, dass auch beim Überschreiten der Grenze für die Gesundheit der Menschen diese Grenzen toleriert werden können oder angehoben werden, wenn die Produkte nicht vernünftig, und da ist natürlich nicht die menschliche Vernunft damit gemeint, sondern die marktwirtschaftliche, produziert werden können. Noch einmal, Link gibt's unten. Bei Kontaminanten, die als genotoxische Karzinogene einzustufen sind, krebserregend, oder bei denen die tolerierbare Aufnahme erreicht oder diese übersteigt wird, sind diese Höchstgehalte so niedrig festzulegen wie in vernünftiger Weise erreichbar. Das macht mich traurig. Aber ich habe weitergelesen. In Punkt 7 steht bezüglich den hochgradig karzinogenen Aflatoxin, Video dazu findet ihr oben in den Infokarte, um die Auswirkungen auf den Handel zu minimieren, empfiehlt es sich, einen höheren Aflatoxingehalt für diejenigen Erzeugnisse zuzulassen, die nicht zum direkten Verzehr oder zur Verwendung als Lebensmittelzutat bestimmt sind. Ja, sprich, das verseuchte Zeug kommt in die Tiernahrung. Was das für das Tier bedeutet, muss ich nicht sagen. Und natürlich dann letztlich auch für den Fleischesser, der das erkrankte Tier dann isst. Punkt 9. Dann wieder, ja, das böse Wetter als Grundlage für die wissentliche Vergiftung von Menschen. Wegen der klimatischen Bedingungen in einigen Mitgliedstaaten ist nur schwer sicherzustellen, dass die Höchstgehalte für Salat und frischen Spinat nicht überschritten werden. Diese Mitgliedstaaten sollte gestattet werden, das in Verkehr bringen auf ihrem Hoheitsgebiet erzeugten Salat und Spinat mit Nitratgehalten über den genannten Höchstgehalten weiter zu genehmigen. Punkt 10. Bestimmte Fischarten aus dem Ostseegebiet können einen hohen Gehalt an Dioxin und noch irgendwelchen Scheiß aufweisen. Dann wird attestiert, dass bei einem erheblichen Teil dieser Fischarten die Höchstgehalte nicht eingehalten werden können, weshalb sie dann eigentlich nicht mehr für den menschlichen Verzehr zugelassen werden können. Aber es gibt aber Hinweise darauf, das steht so drin, es gibt Hinweise darauf, dass sich der Verzicht auf den Verzehr von Fisch negativ auf die Gesundheit im Ostseegebiet auswirken könnte. Punkt 14. Wohlgemerkt, es gibt 64, aber da habe ich einen Schlussstrich gezogen. Ich zitiere. Jeder festgelegte Höchstgehalt kann einer Überprüfung unterzogen werden, um Verbesserungen im Bereich der guten Landwirtschafts-, Fischerei- und Herstellungspraxis Rechnung zu tragen. Das was hier abgeht, das passiert vor unseren Augen, vor unseren Augen. Das ist keine Verschwörung oder irgendwelche Manipulation im Hintergrund. Das passiert vor unseren Augen und wir schauen alle zu. Aber wo kein Kläger ist, ist auch kein Angeklagter. So katastrophal sich uns die Sachlage hier darstellt, so hat sie doch ein was Positives. Es ist öffentlicher Konsens. Da wird nichts versteckt und da läuft alles demokratisch ab. Warum sollte man das dann diese öffentlich machen, wenn man im Geheimnis tun kann. Ne? Also alles Demokratie. Es ist unser Wille. Unser Wille geschehe. Wie in Deutschland, so auch in Europa. Unser Reich komme. Wir haben das verdient. Wir haben das bestimmt.
Es ist alles öffentlich, es ist alles demokratisch, alles nachvollziehbar. Klar, die chronischen Nörgler und Pessimisten, die werden ihr Leben lang fluchen und allen anderen die Schuld geben und weiter von Verschwörung faseln und einfach nur ihre Opferrolle leben. Mir geht's so schlecht, aber ich kann ja gar nichts tun. Die vielen gesellschaftlichen Umschwünge und deren Revolution nicht anerkennen und immer wieder Muster finden, wie sie ihren eigenen Pessimismus frönen können, anstatt sich der Realität zu stellen und wirklich bewusst zu werden. Die Unbewusstheit und das Überlassen des Feldes an andere Menschen führt zu solchen desaströsen Entwicklungen wie dieser Verordnungen. Die wahren Schuldigen sind nicht die Politiker, die wahren Schuldigen sind die Unbewussten. Die Menschen, die anstatt die Ärmel hochzukrempeln, schimpfen und dem schwarzen Mann im Hintergrund irgendwie die Schuld geben. Ich weiß gerade durch die letzten Tage, durch die Gespräche, dass einige meiner Abonnenten so denken. Aber ich bin nicht hier, um euch die Eier zu schaukeln. Hier gilt klarer Menschenverstand und Bewusstheit. Und ich habe selber schon genug Scheiße im Kopf gehabt und Scheiße geredet und das für Gold gehalten, um nicht zu wissen, wovon ich rede. Wenn die ganzen Unbewussten und Verschwörungstheoretiker endlich ihren Arsch hochbekommen und mal ihre Birne einschalten würden, dann könnten wir die Welt verändern, anstatt sich über etwas zu echauffieren, was man selber fördert. In diesem Sinne, ich freue mich auf Euren Daumen. Euer Christian. Tschüssi.